Und auch auf dem CDU-Parteitag in Deutschland. In Hannover war der Tod der Königin Thema. Marlon Amoyal im Gespräch mit David McAllister. Sie haben die Rede gerade gehört von König Charles III., ein historischer Moment. Sie sind ja auch britischer Staatsbürger und Schotte und auch Niedersachse. Wie schauen Sie auf das, was gerade in Großbritannien passiert? Und wie schauen Sie auf diese Rede von König Charles III.? Ich glaube, wie so viele Menschen im Vereinigten Königreich, im gesamten Commonwealth, überall auf der Erde, trauern wir um Königin Elisabeth. Ich habe diese Frau bewundert, weil sie wirklich ein Fels in der Brandung war. Und sie war vor allen Dingen ein leuchtendes Vorbild für Pflichterfüllung. Sie hat ja quasi bis zum letzten Tag ihres Lebens ihrem Volk und ihrem Land und dem Commonwealth gedient. Also eine großartige Frau. Und ich finde, König Charles hat eben gerade die richtigen, zutreffenden Worte gefunden über das Leben und Wirken seiner Mutter. Er hat ihre Amtszeit gewürdigt, 70 Jahre im Dienste der Menschen in England, Schottland, Wales und Nordirland. Und er hat auch zugesagt, dass er in ihrem Sinne das Amt weiterführen wird. Natürlich wird der neue König auch neue Akzente setzen, aber ich habe das sehr angemessen empfunden, wie er das eben gerade geschildert hat. Und es war ein Angebot an alle Menschen von unterschiedlichen politischen Vorstellungen, mit unterschiedlichen religiösen Vorstellungen, für alle im Vereinigten Königreich und im Commonwealth da zu sein. Viele, die jetzt auch auf Großbritannien gucken, die Bilder heute gesehen haben, es gibt eine große Anteilnahme, der Abschied von Queen Elizabeth beschäftigt das gesamte Land. Vor was für großen Herausforderungen sehen Sie den König? Und was bedeutet auch das, was jetzt in Großbritannien passiert, auch für den Fortbestand, ja, für die Zukunft der Monarchie? Die britische Monarchie, die britische konstitutionelle Monarchie steht zunächst für Kontinuität. Und eine dieser kontinuierlichen Punkte ist, der Monarch, die Monarchin steht oberhalb der Politik. Das heißt, der britische König wird sich, auch wenn er Charles heißt, aus der aktuellen Tagespolitik heraushalten. Er ist das Staatsoberhaupt. Aber er kann natürlich mit klugen Worten, mit klugen Auftritten für Orientierung sorgen und auch einen Beitrag dazu leisten, dass dieses Land beieinander bleibt, dass die Gesellschaft zusammenhält. Und das Vereinigte Königreich steht ja unbestritten vor gigantischen wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen. Sie sagen es, und die große Frage bleibt ja auch, wenn man auf Schottland blickt, beispielsweise die Unabhängigkeitsbestrebungen. Gleichzeitig ist es eben die Rolle des Monarchen, wie Sie ja gerade sagen, sich aus der Tagespolitik herauszuhalten. Wenn Sie jetzt auf dieses Land gucken, ich habe es gesagt, Sie sind ja auch britischer Staatsbürger, wie groß sind denn auch die Herausforderungen, vor der Großbritannien auch die Nation steht? Und was bedeutet das auch für jetzt die Aufgaben, die vor König Charles liegen? Die neue Premierministerin Liz Truss hat die Aufgabe, erstens eine stabile Regierung zu bilden, zweitens die konservative Partei und Unterhausfraktionen zu einen. Dieser wochenlange innerparteiliche Wahlkampf hat ja auch Spuren hinterlassen. Und zum Dritten, sie muss ein Programm formulieren, wie das Land diese gewaltigen wirtschaftlichen und finanziellen Herausforderungen bewältigen kann. Steigende Lebensmittelpreise, die steigende Inflation, die steigenden Energiepreise sind überall ein Problem. Aber sie sind in Großbritannien ganz besonders ein Problem, weil auch dieses Land härter von der Pandemie betroffen war als andere. Das heißt, die Regierung muss den politischen Zusammenhalt im Land stärken. Dafür braucht sie auch die Unterstützung in der Gesellschaft. Und das Staatsoberhaupt hält sich aus der Tagespolitik heraus. Aber das Staatsoberhaupt wird sich ganz dem Sinne auch von Elisabeth widmen, das Volk zu unterstützen und alle Landesteile zusammenzuführen. Das ist die große Aufgabe, denke ich, für den britischen Monarchen. Vielen Dank erstmal für diesen Ausblick und vor allen Dingen diese Bewertung, die Sie vorgenommen haben, hier mit uns zur Rede von König Charles. Blicken wir auf den 35. Parteitag, Bundesparteitag der Union. Auch hier steht Programm, Grundsatzprogramm auf der Tagesordnung, Frauenquote, ein gemeinverbindliches oder freiwilliges Gesellschaftsjahr. Wenn Sie jetzt auf diesen Parteitag gucken, was sind Ihre Erwartungen? Was für Akzente muss hier die Union setzen? Denn es geht ja vor allen Dingen darum, wie die Partei in Zukunft noch attraktiver werden will und Wahlen gewinnt. Was sind da Ihre Erwartungen an diesen Parteitag, der das erste Mal ja wieder hier in Präsenz stattfindet? Sie sagen es, zum ersten Mal nach 3 Jahren können wir uns endlich wieder in Präsenz treffen und nicht vor Computerbildschirm sitzen.
das ist ganz wichtig, weil eine Partei lebt ja auch vom Miteinander, von der offenen Diskussion. Und die Zuschauerinnen und Zuschauer merken ja, wie gerade hier auch lebendig gestritten wird um den richtigen Weg. Ich fand, Friedrich Merz hat heute eine großartige Rede gehalten. Er hat seine Position als Parteivorsitzender gestärkt. Aber dieser Parteitag ist ansonsten ein inhaltlicher Parteitag. Und wir müssen eines deutlich machen. Das eine ist die Schwäche der Bundesregierung, die Schwäche der Ampel. Auf der anderen Seite, wir müssen als CDU inhaltlich ein attraktives Gegenangebot schaffen. Und wir müssen vor allen Dingen auch Vertrauen zurückgewinnen. Wir haben bei der letzten Bundestagswahl weit unter dem Ergebnis abgeschnitten, wo wir hätten liegen wollen und sollen. Und deshalb müssen wir Stück für Stück das Vertrauen zurückgewinnen. Das ist uns bei zwei Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen gut gelungen. Jetzt möglicherweise am 9. Oktober der nächste Versuch, der nächste Anlauf auch in Niedersachsen, Bernd Altusmann zum Ministerpräsidenten zu wählen. Das ist jetzt der Wahlkampfblock. Aber noch eine Frage, weil ich habe die Bilder gesehen. Sie haben jetzt gerade auf die Rede von Friedrich Merz ja auch hingewiesen, auf die Botschaften. An einer Stelle hat er der EU ins Stammbuch geschrieben, sich mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und ich würde das noch erweitern. Eine wichtige Frage auch bei den Sozialprogrammen jetzt rund um Entlastung der Bürger, wo ja das Thema des Gaspreisdeckels aus europäischer Sicht ein wichtiger ist. Wie haben Sie diese Botschaft verstanden? Sie saßen ja direkt neben Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in diesem Moment. Also ich hatte einen schönen Platz heute während der Rede von Friedrich Merz zu meiner linken Ursula von der Leyen, zum Rechten der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff. Wir haben aufmerksam der Rede zugehört und ich unterstütze das, was Friedrich Merz gesagt hat. Wir leben jetzt in einer wirtschaftlichen, finanziellen Ausnahmesituation. Der Krieg ist zurückgekehrt nach Europa und jetzt müssen wir uns auf die wesentlichen Punkte konzentrieren. Das heißt Rückenwind für unsere Wirtschaft in Zeiten dieser Belastungen. Und vor allen Dingen müssen wir gemeinsam europäische Solidarität zeigen, um die steigende Energiepreisentwicklung in den Griff zu bekommen für die Unternehmen und vor allen Dingen zum Wohle der Menschen. Da höre ich gerade richtig raus, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament, David McAllister. Ich sage herzlichen Dank für dieses Interview und diese Einschätzung.